zu meinem Video. Wie ihr seht, sind wir gerade im Auto und wir haben hinten den Anhänger, weil wir jetzt ein Pferd holen fahren. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr bestimmt meine Stories gesehen, dass wir uns momentan mehrere Pferde angeguckt haben. Falls ihr es nicht gesehen habt, so heiße ich auf Instagram. Da könnt ihr mir folgen und dann seht ihr immer, wenn ich keine Videos mache, was ich halt sonst so am Tag gemacht habe. Jedenfalls heute nehme ich euch wieder mit, heute holen wir nämlich ein Pferd ab. Und zwar eins für meine Mutter, weil das Pferd halt momentan lahm ist und auf so einer Wiese steht, wo normalerweise halt auch Jährlinge stehen. Und genau, wir holen das Pferd heute ab und dann könnt ihr sie später mal sehen. So, wir sind jetzt an dem Stall angekommen und meine Mutter unterschreibt jetzt noch ein paar Dinge so und kriegt den Vertrag und dann können wir sie gleich mitnehmen. Und ich weiß nicht, wie viel ich filmen kann, aber bestimmt kann ich sie auch nachher bei uns am Stall dann filmen. Leute, ihr habt gerade gesehen, wie wir nach Hause gefahren sind, aber das Video ist noch nicht zu Ende, weil das Video ziemlich kurz wäre, wenn ich es jetzt schon beenden würde und es eigentlich noch eine Menge zu sehen gibt, weil wir nämlich heute ja den zweiten Tag haben und da natürlich auch nochmal rausstellen, wie vielleicht die Rangordnung jetzt ist, wie sich die Pferde vertragen und heute werden wir sie auch mal putzen und mit Abspritzen gucken, wie das so klappt. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mit. Ich reite zwar heute auch noch Schradi, aber das nehme ich, glaube ich, nicht mehr mit ins Video. Aber genau, also das könnt ihr ja dann heute mitverfolgen. Und ich würde sagen, los geht's. Leute, wir sind jetzt bereits am Stall angekommen. Und Maida ist hier auch. Komm her, Mausi. Also sie frisst hier ganz in Ruhe. Genau, also sie... mit der Herde, es klappt eigentlich alles ganz gut. Also sie kann jetzt ganz in Ruhe fressen. Mia steht da hinten und die anderen sind da hinten im Unterstand. Aber sie kann, aber sie wird hier ganz in Ruhe gelassen und kann ihr Heu machen. Ja. So, die Kinderstunde ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt von dem Ausritt zurück, beziehungsweise von dem kleinen Picknick sozusagen. Und Schradi steht jetzt auch gerade hier. Wir werden ihn jetzt gleich wegbringen und dann Maida holen. Und dann hole ich ihn halt nachher wieder zur Reitstunde, die ich ja nicht mehr mitfilmen werde. Aber gleich werde ich dann bei Maida wieder mitfilmen. Und genau, die holen wir jetzt gleich auch sofort. Ich kann es auch schauen.
habt, haben wir jetzt meiner geputzt und auch abgespritzt. Und sie hat alles mega, mega lieb mitgemacht. Sie hat sich auch noch gewälzt, aber das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt, weil wir da halt auf dem Platz waren, ich mein Handy hier hatte. Und falls euch wundert, sie hat jetzt hier Silberspray, weil sie ein paar Macken hat. Und genau, wir bringen sie jetzt gleich wieder zur Wiese und sie hat auf jeden Fall alles sehr, sehr lieb gemacht. Ich bin vom Stall jetzt zurück und es war auf jeden Fall mega cool. Also Maida ist auf jeden Fall mega, mega lieb gewesen. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit ihr. Und wir hoffen, das bleibt auch so. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann mal bis zum nächsten Mal und tschüss!